Auf den Ausstellungen landwirtschaftliche Maschinen und Geräte zu sehen, ist für den Landwirt sehr interessant. Interessanter allerdings, wenn er die Maschinen im Einsatz sieht, wie hier bei einer Vorführung auf dem Baltenweger Hof bei Freiburg. Ein Masseneinsatz von Schleppern. Wir haben übrigens in Deutschland fast 50 Firmen, die Schlepper herstellen. Dazu kommen noch etwa 10 Firmen, die sich mit der Fabrikation von Einachsern beschäftigen. Das sind also kleinere Schlepper für mittlere Betriebe und Klein- und Kleinstbetriebe. Das Pflügen muss sehr sorgfältig durchgeführt werden. Das ist ein Wendepflug. Ja, für die Nichtfachleute. Der Pflug muss gewendet werden, weil ja der Pflug entsprechend, wenn er hinunterfährt, die richtige Stellung haben muss. Jetzt hat es nicht ganz geklappt, aber einen Griff haben Sie gesehen und schon ging es doch. Einbringen der Saat und Ecken des Feldes, des Saatbettes. Man kann es. Ja, die Maschinengeräte in der Landwirtschaft allerdings kosten auch Geld. Und deswegen muss der Einsatz sehr, sehr überlegt werden. Die Kartoffel macht auch sehr viel Arbeit. Hier wird die Kartoffel maschinell gelegt. Das Mähen von Getreide mit dem Mähbinder ist ja bekannt. Der Mähbinder wirft die Karpfen gebunden ab. Also viel einfacher und viel schneller wie bei der alten Methode von Hand. Die Kartoffelernte braucht alle Hände. Und deswegen auch hier die Technik. Ein Krautschläger, der das Kraut entfernt, damit man besser und schneller an die Kartoffeln herankommt. Das ist ein Roder, der die Kartoffeln nun weit hinauswirft. Mit einem Nachteil, man braucht sehr viele Leute, etwa 12 bis 18 Personen, um den Segen aufzulesen. Das macht diese Maschine einfacher. Ein Sammelroder, der die Kartoffeln einfach längs der Furche ablegt, sodass die Kartoffeln leichter aufgenommen werden können. Ja, was würden wir ohne Kartoffeln machen? Deswegen bemüht man sich mit allen Mitteln der Technik, das Ausbringen und die Ernte rationell zu gestalten. Hier die Jungs machen das sehr flott an diesem Sammelroder, der auf den zwei Förderbändern nun die Kartoffeln heraufbringt. Unten wird nun das eingebrachte Gut gelesen. Das heißt, Kraut, Steine, Erde kommen weg. Eine andere Art der Sammelrodung. Natürlich bei den Geräten werden die Kartoffeln gleich abgesackt und vom Feld aus noch während der Ernte schon hineingebracht zu den Verteilern. So wichtig ist heute das Heranbringen des eingebrachten Gutes an den Verbraucher. Ein Frontschwadmäher, gekoppelt mit einem Feldhäcksler. Ein Vielzweckgerät, mit dem kann man zum Beispiel Futter holen, Silage schneiden, Heuladen und Getreide. Das wird sofort eingeblasen in diesen Käfiganhänger. Das Laden von Stahlmist ist heute auch vereinfacht. Mit dem Greifer geht es sehr schnell und zweckentsprechend. Direkt auf den Stahlmiststreuer. Das Ausbreiten durch den Stahlmiststreuer ist natürlich viel schneller und einfacher, wie die alte Methode es gemacht hat, von Hand. Der ohne Technik kommt heute der Landwirt nicht mehr aus. Sie wissen, wir haben einen ungeheuren Mangel an Arbeitskräften und deswegen müssen allerdings die Maschinengeräte sinnvoll und zweckmäßig eingesetzt werden. Denn diese Geräte kosten sehr, sehr viel Geld. Also auf genossenschaftlicher Grundlage geht das sehr gut. Ebenso natürlich auch durch die sogenannten Lohndaschereien. Denn der Einsatz der Technik ist nur dann sinnvoll, wenn er auch entsprechend ist vom Einbringen der Ernte bis zur Aussaat.